Hier muss es zum Apfelwald gehen. Laut Pladerer müssen wir in den tiefsten Teil des Waldes. Dort sollen die perfekten Äpfel sein. Geben wir Wirnden unser Bestes. Wow, sie haben sich anscheinend auf den Weg gemacht. Hehe, gehen wir ihnen nach, los! Apfelwald, Ebene 1. So, schauen wir mal, wie lange wir unser Schalellos hier am Leben halten können. Aber je länger er lebt, desto höher ist sind seine Überlebensaussichten. Eins Metro. Schlafpuder. Juhu, ich freue mich. Und Stachelspore auch noch. Und Giftpuder. Also jetzt hast du mich paralysiert, eingeschläfert und vergiftet. Schalellos erreicht Level 6. Die Werte steigen viel zu schwach bei ihm. Ich hätte gern einmal diese Persivbeere. Wenn wir sie schon dabei haben. Und Level 7. Und er lernt Aquawelle. Oh, das ist schön. So. Mal schauen, wie hoch wir unser Schalellos hier noch kriegen. Level 8. Endlich mal ordentlich EP hier mit Link-Attacken. Yay, Schlafpuder. Los, Fliegi, mach einen Rucksack-Keep. Jetzt muss ich erst warten, bis ich wieder aufwache. So. Destiny ist auch wieder aufgewacht. Die alte Schlafmütze. So, hier ist die Treppe und Geld. 31 Poké, das ist ja fast gar nichts. Aber gut, man nimmt mit, was man findet. Hier oben ist gar nichts. Hier ist ein Orb, ein Scanner-Orb. Was haben wir hier? Ein Schlafsamen. Und ein Paras. Jetzt werde ich sogar noch auf Skype angeschrieben. Immer wenn ich aufnehme. Ein Hopspross. Und Schalellos erreicht Level 9. Bald hat er mit dem Rest vom Team aufgeholt. Aber er hat viel zu wenig KP, finde ich. Wie kann man mit Level 9 nur 20 KP haben? Was haben andere mit Level 5? Und Destiny erreicht Level 12. Aber gut, man soll sich ja nicht beschweren. Schalellos steigt dafür extrem schnell auf. Ein Raupi. Und das Raupi will ins Team. Ja, du darfst ins Team. Weil aus dir irgendwann mal ein Smetbo wird. Kriegst du von mir den Smetbo-typischen Namen? Nämlich Doomfalter. Zumindest irgendwann, wenn du einer wirst. So, der Doomfalter geht jetzt aber erstmal zurück.
kann ihn höchstens dann brauchen, wenn er sich entwickeln kann. Das kann er aber leider noch nicht. Dazu müssten wir erstmal die Hauptstory durchgespielt haben. Ich schrecke zurück. Was? Du kannst Samen bomben? Fliegi, mach bitte das Richtige und gib ihm einfach ein Gift-Heap. Oh, oder ein Biss. Ja, das geht natürlich auch. Und Treppe. Den Schaden machst du mit deiner Säure. Eine Sinelbeere. Und weiter geht's. Heilsamen. Irgendwann, wenn ich genug Heilsamen habe, muss ich wenigstens keine Pirsif, Fragia und Amarena-Bären mehr mitnehmen. Kann die dann alle gegen irgendwas im Wiederverwertungsladen tauschen. Ach, wir haben so einen Dungeon-Typ. Okay. Und da ist er auch schon Level 10. Oder sie. Das ist ja ein Weibchen. Wenigstens steigen die KP langsam mal ein bisschen stärker. Und insgesamt kriegt er jetzt auch ein bisschen bessere Statuswerte. So ganz, ganz langsam. Also die ersten Level hat er ja gar nichts bekommen. Ach, haben wir hier wieder so einen... Alle Räume sind Außenebene. Jep, sieht fast danach aus. Mitte, Kreuzung, Außen... Räume. Oh, TM, TM. Was ist das? Donnerwelle. Okay. Kann ich schon. Kann man wenigstens gut verkaufen. Ein Flieh-Orb. Falls wir mal ganz schnell die Fliege machen müssen. Donnerwelle und Donnerschock. Ich habe noch zwei Attackenpunkte auf denen drauf. Schlafsamen. So. Und so haben wir den Äpfel dabei. Ein Bibor. So, jetzt darf ich meine Linkattacke nicht mehr einsetzen. Sonst ist aus mit Link. Ich darf die dann für 500 nochmal neu linken lassen. Will ich nicht. Ebene 11. Ist, glaube ich, der erste Dungeon. Da hat jemand ein Weißgummi aufgehoben. Findet dieses Wadribi. Und du verkaufst hier Gummis und ich habe nicht genug Geld dabei. Was hast denn du hier für einen Samen? Ein Belebersamen, natürlich. Ein Einmalorb, Rotgummi und ein Klargummi. Und ich habe auch nicht mal einen Sogorb dabei. So, ich will dieses Wadribi finden, das den Weißgummi aufgehoben hat. So viel muss jetzt noch sein. Noch einen großen Apfel, also wenn wirklich, können wir ein bisschen länger noch suchen. Da ist zumindest mal ein Wadribi, das hatte allerdings nicht den Weißgummi. Und Level 11 für Schalelos, und es lernt eine neue Attacke. Was lernst du denn? Schlammbombe. Mach dafür den Lebensula weg, den solltest du sowieso nie in meiner Anwesenheit benutzen. Da ist wieder nur ein sehr schwacher Statusaufstieg. Hier ist noch ein Wadribi. Ups. Das habe ich jetzt nicht beabsichtigt. Du
war das auch nicht das Weißgummi. Dann müssen wir uns Destiny beim nächsten Mal halt wieder mit ins Team reinnehmen. Wo ist dieses blöde Wadribi? Schauen wir mal, vielleicht kommt sie einfach vorbei. Magen knurrt. Wadribi. Ja, du hast es. Danke. Mehr wollte ich von dir nicht. Schwindelig vor Hunger. Ein Top-Elixier, das kommt sehr gut. Für den Fall, dass ich doch noch irgendwann mal meine Attackenpunkte wieder brauche, wie in diesem Dungeon. Was haben wir hier für einen Orb? Einen Warp-Orb. Magen ist leer. Dann essen wir doch einen großen Apfel. Hier liegt noch ein bisschen Geld. Ja, den Apfel hätte ich mir jetzt dann auch sparen können. Sind wir eh schon am Ziel. Weiter als bis hier kann man im Apfelwald nicht gehen, oder? Laut Plaudergeil müssen die perfekten Äpfel hier irgendwo sein. Oh, Kilian, sieh mal da. Was da in diesem riesigen Baum hängt. Das müssen perfekte Äpfel sein. Also gut, wie sollen wir an diese Äpfel herankommen? Hahaha, kinderleicht. Wer hat das gesagt? Hahaha. Was, ihr? Hahaha, Team Totenkopf zu euren Diensten. Hehehe, hey, es ist die Mehmet und ihr Anhängsel. Wieso habt ihr so lange gebraucht? Wir haben uns ein paar perfekte Äpfel genehmigt, während wir auf euch gewartet haben. Warum habt ihr so lange gebraucht? Was? Wow, ihr habt so lange gebraucht, dass ich mich völlig überfressen habe. Auf Kommando rülpsen kann ich nicht. Sie haben gesagt, dass sie die perfekten Äpfel aufgegessen haben. Aber ganz oben im Baum sind noch welche. Lass uns diese Widerlinge aus dem Weg räumen und ein paar von den perfekten Äpfeln mitnehmen. Hahaha, uns aus dem Weg räumen? Wie unhöflich von dir. Dabei wollten wir dir sogar anbieten, euch bei eurer Mission zu helfen. Was? Ihr fragt euch, wie ihr an die perfekten Äpfel herankommt? Nichts leichter als das, passt auf. Oh, perfekte Äpfel. Seht ihr, was habe ich gesagt? Macht schon, sammelt die perfekten Äpfel ein und eilt zurück zur Gilde. Hahaha. Was ist los? Wollt ihr sie nicht aufheben? Und dabei war ich so freundlich und habe euch geholfen. Hahaha. Ihr plant doch wieder irgendeinen miesen Trick. Ihr könnt mich nicht mehr täuschen. Mir bleibt die Spucke weg. Sie sind nicht drauf reingefallen. Ach, wie langweilig. Ich hatte recht. Ich bin ein wenig enttäuscht, aber dass ihr uns durchschaut habt. Aber wie auch immer, was wollt ihr schon dagegen tun? Das Einzige, was wir tun können, wir räumen euch aus dem Weg und dann bringen wir die perfekten Äpfel zurück zur Gilde. Na sowas, ihr seid heute aber energiegeladen. Bei unserem ersten Treffen hast du gezittert wie Espenlaub. Stimmt, damals habe ich gekniffen. Und auch jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aber ich werde nicht nochmal verlieren. Ich werde nie wieder kneifen. So sei es. Meine Anerkennung für deinen Mut. Wir werden euch in Zukunft unsere größte Hochachtung entgegenbringen. Hahaha. Pass auf, Kilian. Sie haben irgendwas vor. Hahaha. Mal sehen, ob wir diesem Angriff standhalten können.
Hier kommen Smogon und ich. Die giftige Gas-Spezial-Kombo. Ah! Ah, das war ekelerregend. Oh, Kilian. Alles okay? Bin ich froh. Ah! Ah, sie hat mich zurückgelassen. Ah, wir sind K.O. gegangen. Was für ein überwältigender Gestank das war. Er liegt immer noch in der Luft. Oh, was ist mit den perfekten Äpfeln passiert? Oh, sie sind weg. Haben diese Fieslinge sie alle aufgegessen? Wenn sie alle weg sind, können wir nichts machen. Da kann man nichts machen. Gehen wir zurück zur Gilde. Ja, ich möchte speichern. Was? Ihr habt versagt? Ist das euer Ernst? Oh nein, was soll ich tun? Im Ernst, was soll ich tun? Es gab nichts, was wir tun konnten. Weißt du, Skuntang und seine... Ruhe! Ich will keine Ausreden hören. Ihr lasst mir keine Wahl. Für euch gibt es heute, kein Abendessen. Fürs Erste. Was? Aber... Habt meinen wichtigen Job versagt. Eure Strafe könnte noch viel härter ausfallen. Ich will nichts mehr von euch hören. Deswegen wird mir jetzt diese entsetzliche Aufgabe zuteil. Ich muss dem Guildmeister davon berichten. Wenn ich ihm das berichte, wird der Guildmeister mit Sicherheit... Ich werde dem Guildmeister nach dem Abendessen davon berichten. Ihr zwei werdet mich begleiten, wenn es soweit ist. Wenn ich den Zorn des Guildmeisters alleine über mich ergehen lassen müsste, das wäre wohl kaum fair. Deshalb werde er bei mitkommen. Das ist ein Befehl. Hallöchen! Ihr habt mir perfekte Äpfel mitgebracht, nicht wahr? Vielen Dank! Es gibt da, ein kleines, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Wie? Was ist los? Also um ehrlich zu sein, diese Lehrlinge ist nun... Sie haben es nicht geschafft, ihre Mission zu erfüllen und... anders ausgedrückt... Es ist okay, ich verstehe. Ist schon okay, kann doch jedem mal passieren. Nicht traurig sein, nicht traurig sein. Wo sind die anderen perfekten Äpfel? Wie ich schon sagte, sie konnten keine besorgen, also, anders ausgedrückt, die perfekten Äpfel... Die Anzahl der geernteten perfekten Äpfel beträgt, null. Aus diesem Grund wurde kein einziger perfekter Apfel herbeigeschafft. Das bedeutet, Gildenmeister, du wirst ein klitzekleines Weilchen auf perfekte Äpfel verzichten müssen. Ja, das bedeutet das. Gildenmeister, Gildenmeister. Boah, bricht er gleich in Tränen aus? Oh, nein. Oh je, alles wackelt und bebt. Haltet euch die Ohren zu! Warum? Fragt nicht, tut es einfach! Verzeiht die Störung, wir sind da, um einen perfekten Apfel zu bringen. Bitteschön, ein echter, perfekter Apfel. Bitte nimm ihn als Zeichen unserer Freundschaft an. Oh, wow, ihr habt ihn extra für mich geholt. Juhu, danke, Freunde, Danke, aus tiefstem Herzen. Danke, danke. Dank euch bleibt uns eine Katastrophe erspart. Hey, ihr zwei, wacht auf und zeigt uns was Respekt und Dankbarkeit. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Eure Gilde war sehr großzügig und gastfreundlich zu uns. Es gehört sich, dass wir versuchen, uns auf diese Weise zu revanchieren. Ah,
wie ich sehe, gehört ihr zu den edelsten aller Pokémon. Mit so noblen Pokémon wie euch zu einer Expedition aufzubrechen, das wird wahrhaftig inspirierend. Hahaha, aber nein, ihr seid diejenigen, die uns inspirieren werden. Oh ja, wir freuen uns auf die Expedition. Da es schon spät ist, werden wir jetzt schlafen gehen. Bis morgen dann, hahaha. Vielen Dank, gute Nacht, Freunde, Freunde. Aber Boss, wieso haben wir dem Angsthasen geholfen? Wir hätten den perfekten Apfel nicht so früh hergeben sollen. Wir hätten warten sollen, damit und wir sehen, was mit ihm passiert. Es wäre lustig gewesen. Ja, finde ich auch. Haha, ihr denkt nicht strategisch, ihr zwei. Wozu sind wir denn überhaupt hier? Wegen der Expedition, oder? Im Moment geht es nur darum, das Vertrauen von Knuddeluft zu gewinnen. Jetzt verstehe ich. Aber... Weil es ja so eine berühmte Gilde ist, war ich zuerst vorsichtig, aber bisher war alles lächerlich einfach. Knuddeluff ist wie ein großes Baby. Er macht keine Probleme. Wieso alle solche Angst vor Knuddeluff haben, weiß ich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Jedenfalls, wenn wir während der Expedition einen Schatz finden, werden wir die Gildencrew aus dem Weg räumen. Dann schnappen wir uns den Schatz und machen uns aus dem Staub. Wow, dieser Plan ist eine sichere Sache. Hehehe. Na, freut ihr euch mal nicht zu früh. Skuntang und sein Team haben uns mal wieder reingelegt. Zum Glück hat Knuddeluff uns nicht die Leviten gelesen. Aber wir haben trotzdem kein Abendessen bekommen. Ich habe fürchterlichen Hunger. Tut mir leid, ich weiß, du hast auch Hunger. Wenn wir wach bleiben, wird es auch nicht besser. Lass uns schlafen. Gute Nacht. Morgen geht es weiter.